Letztens habe ich gelesen, dass die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Amerika wieder besser geworden seien. Handelsbeziehungen gibt es ja auch nicht nur zwischen diesen beiden großen Blöcken, sondern zwischen Ländern, zwischen Verkaufsleuten, zwischen Personen. Und ich behaupte, es gibt sogar Handelsbeziehungen unter Anführungszeichen auch zwischen mir als Menschen und Gott. Handelsbeziehungen in dem Sinn, dass wir gern mit Gott verhandeln. Ich gebe dir jenes Opfer, jene Spende, ein Gebet, ich mache eine Wallfahrt und erhoffe und erwarte, dass du mir dafür dann etwas anderes dafür gibst, das, was ich mir erbitte oder erbete. Im heutigen Evangelium hören wir in einer Zeichenhandlung, dass Jesus von diesen Handelsbeziehungen nicht sehr viel hält. Er sieht im Vorhof des Tempels die Verkäufer von Ziegen, Schafen und Rindern, von den Opfertieren, die Geldwechsler, die dazu nötig waren, und er haut sie alle raus mit einer Geißel. Sehr aggressiv, sehr wütend. Wir erleben ihn da, wie wir ihn sonst eigentlich kaum wahrnehmen. Für mich geht es da nicht nur um die äußere Geschäftemacherei, dass da ein Tohuwabohu ist und Jesus möchte, dass wir das Haus des Vaters zu einem Gebetshaus wieder machen, wo wir mit ihm in gute Beziehung kommen, sondern es geht auch um diese versteckte Geschäftemacherei, wo wir glauben, wir müssen Gott irgendwas geben, damit wir das, was wir erhoffen und erbitten, wirklich auch wir bekommen können. Ich glaube, es wäre heute mit diesem Evangelium eine gute Gelegenheit, die eigenen Handelsbeziehungen oder besser gesagt die eigene Beziehung von mir und zu Gott anzuschauen. Steckt da noch etwas von diesem Wunsch vom Verhandeln drinnen oder bin ich schon zu einer reiferen Form des Glaubens gekommen? Denn ich bin überzeugt, eigentlich geht es doch darum, dass ich nicht etwas von mir gebe, damit Gott mir das gibt, sondern ich solle mich im Verständnis von Jesu als Christ mich ganz Gott überlassen, mit allem, was ich bin, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Talenten, mit meiner Zeit, mit meiner Vergangenheit und der Zukunft, die ich erhoffe. Wenn ich vertraue, dass Gott es gut mit mir meint, und das dürfen wir von der frohen Botschaft von Jesus her, dann darf ich mich ihm ganz überlassen und ihm alles schenken und ihm sogar bitten, Jesus, führe du mein Leben, damit es Frucht bringt, damit es zum Segen wird für andere. Ich wünsche dir und ich wünsche mir ja genauso, dass wir da von der Angst wegkommen, zu kurz zu kommen, dass ich etwas tun muss, damit es gut wird, sondern dass ich Gott so vertrauen kann als Freund von Person zu Person. Und in diesem Sinn wünsche ich dir ein schönes Wochenende, einen gesegneten Sonntag.